Also hier am Anfang scheint man sich wohl noch ein bisschen mehr auf den Rätselpart konzentriert zu haben, weil von Kämpfen sehe ich hier noch nicht viel. Ist klar, wir brauchen ja auch erstmal das Schwert. Oh, da hinten sind irgendwelche komischen Knospenviecher oder was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Ich gehe da mal lieber noch nicht hin. Können ja jetzt erstmal wieder rein. Und jetzt müssten wir eigentlich hier diese Holzstämme verschieben können. Ah, sehr gut. Also muss auch schon ziemlich kräftig sein, um sowas schieben zu können. Nur mal so nebenbei. Und das hat jetzt was genau gebracht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, jetzt können wir da draußen bestimmt drüber springen. Jawohl. Nice. Aber dann gehe ich ja wieder weiter. Wow, wow, wow. Verdammte Hacke. Aber ich war doch noch nicht mit Erkunden fertig. Jetzt kann ich bestimmt wieder nicht zurück, oder? Nee, kann ich nicht. Mist, verdammter. So. Blöder Drache. Können wir hier wieder so eine Traumpartie? Schönheit. Deine Erinnerungen kommen zu dir zurück. Tritt in die Fußstapfen deiner edlen Vorgänger, indem du die heiligen Figuren mit Salz auffüllst. Das hatten wir doch schon mal. Was wir brauchen und was wir wollen, sind oft zwei verschiedene Dinge. Oder irgendwie sowas hat er ja gesagt. Gandalf. Huch. Das stimmt wohl. Unbekannte Mächte haben dich aus dem fernen Himmel verdrängt. Du hast deine Augen geöffnet und den Zauberer im prachtvollen Wahnsinn erblickt. Wenn du das sagst. Und jetzt? Unbekannte. Ach so, ist dasselbe. Weiter geht's dann, denke ich, hoffe ich, vermute ich. Ja, sehr schön. Diese finsteren Gesellen mal wieder. Lauf! Sehr schön. Ach, diese Mistviecher, diese kleinen. Ich meine, den da unten, den kann man ja noch relativ easy ausweichen. Den hier auch, aber die springen einem hinterher. Das macht mir mehr Angst. So, hier müssen wir wieder mit Salz rumspielen. Salz soll übrigens in einigen Religionen oder Mythologien oder was auch immer, reinigende Wirkungen haben. Nur mal so nebenbei. So ein random Fact. So. Reicht nicht? Ich kann dir auch alles zuschütten. Ah, jetzt reicht's. In der Nacht und in der Totenstille nach dem Sch Was? Nach dem. Ich bin noch mal von vorne, Entschuldigung. In der Nacht und in der Totenstille nach dem Schlachtenlärm hast du geträumt von deiner Heimat. Von goldenen Wasserfällen im Himmel, bis das Gebrüll des Drachen alle Schönheit vertrieb. Wenn du das sagst. Ah, Geronimo! Hörse! Ah! Zack! Hörse! Hier! Jetzt bin ich mal gespannt, was ist denn hier? Hier ist nix, wie es aussieht. Hörse! So. Ich finde das schon ziemlich cool gemacht irgendwie. Das alles hier. Das ist so ein richtiges Adventure. Ein Abenteuer.
Lauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Ja, ist klar, natürlich. Das war aber wirklich knappe Messen. Egal wie verzweifelt du gefleht hast, der Albtraum hörte einfach nicht auf. Keiner deiner Verbündeten hatte auch nur die geringste Chance gegen den Drachen. Du warst ganz auf dich allein gestellt. Und das soll mir jetzt was sagen? Jetzt muss ich den Traum von vorne machen? Nee, nicht ganz. Das Rätsel hier haben wir ja schon gelöst. Ja, was heißt Rätsel? Hier haben wir schon Salz herumgestreut. Ich hoffe, das zweite ist auch schon aktiviert. So. Wow, 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 wow. Haben die sich einfach wieder umgedreht? Ach ja. Euch kann ich locker geschmeidig ignorieren. Ja, das zweite ist auch schon aktiviert. Also wir müssen nun nochmal hinlaufen. Gott sei Dank. Ah, nein, 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 nein. Puh. Jetzt hatte ich echt Angst, dass du mich da runterschmeißt. Holla, Gremlin, ey. Genau, ich nenne die jetzt Gremlins. Blöder Drache. Und los! Also noch knapper geht's nicht. Das ist das. Oh Gott sei Dank. Das hat ja gut geklappt. Beim zweiten Anlauf. Zum Glück wurde es kein dritter. Ja, ich habe das beim ersten Mal unterschätzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Spiel ist wohl sehr darauf bedacht, dass man relativ knappe Messen alles schaffen kann. Nur. Da war ja so ein klein wenig Luft, war da ja schon, aber wirklich nicht viel. Oh, das Masterschwert. Am Ende war es das Opfer des Ritters. Du folgtest zum Flüstern der Freiheit und stelltest dich mit dem Schwert in der Hand deinem Schicksal, das in der Spitze des Turms auf dich wartet, schätze ich mal. Den Rest habe ich irgendwie nicht mehr mitbekommen. Das verschwindet aber echt schnell, der Text. Bin ich ja mal gespannt, ob wir das Schwert direkt benutzen können. Lade, 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 lade. Ladescreen, lade, lade, lade. Lade, lade, lade. Lade, lade. Na? Oh, ich hab immer voll Angst, dass das abschmiert. Wache ich da in meinem eigenen Blut auf, oder was ist das? Krass. Blut überströmt. Haben wir denn jetzt wenigstens das Schwert dabei? War das da auf dem Rücken? Habe ich das gesehen? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Da hinten ist übrigens der Drache rechts noch. Ich glaube, der pennt gerade. Ah, jetzt können wir uns das Schwertchen ergaunern. Schönes... Wow! Ah, von wegen, der pennt. What the fuck? Ich bin jetzt übrigens leicht verwirrt, aber nur minimal.
Also ich habe da schon eine Vermutung, dass die Wiedergeburt eines Helden ist oder dieser Helden, die hier, Heldinnen, die hier versuchen, den Turm zu erklimmen, dass die quasi immer wieder neu geboren wird. Das wäre jetzt so mein Verdacht. Zack. Ah, du hast das Schwert gefunden. Jetzt kannst du deine Feinde angreifen. Drücke eine beliebige Taste. Machen wir das doch. Und wie kann ich angreifen? Also am Anfang ging das, glaube ich, mit X, aber das geht gerade nicht. Also es ist, glaube ich, derselbe Turm. Also jetzt nochmal, Entschuldigung, aber das muss ich mal kurz machen. Hier war ja dieser Brunnen, wo der Baum rausgewachsen ist. Und hier war dieses Teleskop. Aber jetzt sieht das hier alles anders aus. So ein bisschen verwitterter, genau. Ein wenig heruntergekommen. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber es könnte ja durchaus sein, dass da ein bisschen Zeit verstrichen ist. Also ich gehe jetzt bestimmt nicht gegen den Drachen kämpfen. Habt ihr einen Sockenschuss? Ach, Gott sei Dank haut der wieder ab. Hier können wir auch wieder rüber. Will ich das? Nein, will ich nicht. Ich möchte erstmal hier gucken. Zack. So, hier war, glaube ich, so ein... Oh! Verdammt, da geht's weiter. Egal, wir gehen weiter. Da waren die anderen Wege ja schon eh gegangen. Ja, mein Freund. Jetzt gibt's aufs Maul. Verdammt! Raff ich nicht? Ist mir gerade ein bisschen zu hoch. Ihr dürft es mir gerne in den Comments erklären, wenn ihr diese philosophische Phrase, die ihr da von sich gegeben habt, verstanden habt. Mein Schwert ist weg, ich lebe aber wieder. Ist das Schwert vielleicht woanders? Oder hat der Drache sich das jetzt geschnappt? Ich bin nicht ganz sicher. Ich gehe jetzt einfach mal... Ich meine, offensichtlich können wir ja sowieso nicht richtig sterben. Also gehe ich jetzt einfach mal hier hin. Ach, guck mal, da ist das Schwert. Ist da... Wir blocken jetzt wohl seine... Schattenangriff. Ich block das übrigens nicht selber. Wenn das so richtig schön geskillt aussieht, das passiert automatisch. So, das Masterschwert ist relativ nutzlos gerade. Ich gehe mal wieder rein. Wir gehen mal hier lang. Der Drache lässt uns anscheinend nicht vorbei. Also müssen wir ein bisschen tricksen. Gehen quasi andersrum. Hoffe ich mal. Ist dieser Baum hier ein bisschen versteinert? Kann das sein? Sieht nämlich ziemlich versteinert aus. Verdammt, Hack, kannst du mich denn nicht in Ruhe lassen? Nein, 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 nein! Diese Rückblicke bedeuten. Ich meine, lernt sie da von diesem Magier oder was? Ah, diesmal haben wir wenigstens das Schwert behalten. Das ist sehr gut. Offensichtlich müssen wir uns von diesem Drachen töten lassen. Packen lassen, wie auch immer. Aber es ist doch sehr eigenwillig. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ich mag ja, wenn Entwickler neue Wege beschreiten. Hatte ich, glaube ich, in der letzten Episode schon mal gesagt. Oder vorletzten. Oder diese. Ich weiß es nicht mehr genau. Stirb, stirb. Lol. Okay, das Kampfsystem scheint mir nicht ganz so... Kann ich den Elch auch töten? Oh, könnte ich nur streicheln. Na gut. Zack. Ah.
Also ich wüsste jetzt auch nicht, was das mir bringt, hier hinzugehen, aber ich soll ja anscheinend mich mehrmals töten lassen. Ich dachte, vielleicht taucht der Drache hier auch auf. Na gut, dann versuchen wir es halt wieder außenrum. Offensichtlich habe ich hier nicht wirklich viele Auswahlmöglichkeiten, wo ich lang kann. Ich könnte natürlich noch die Leiter runterklettern, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust zu klettern. Diese doofe Leiter braucht mir einfach zu lange. Also versuche ich es erstmal hier oben. Ach, da ist er schon wieder. Ach, der Drecksack. Fieser Fettsack, ey. Dann gehe ich jetzt doch die Leiter runter. Es tut mir leid. Ich weiß ja auch nicht, wo es lang geht. So. Ach ja. Ich könnte ja Buch in der Zeit lesen. Oder mal meine Nachrichten checken. Oder selber ein Buch schreiben. Ah, ich hasse sowas. So. Können wir denn hier unten irgendwo hin? Bringt das was? Ich bin gespannt. Die Tür scheint hier noch offen zu sein. Wir können hier auch rein. So. Hallo Gandalf. Können wir mit dir reden? Tatsache. Cool. Das ist dann übrigens Gandalf der Schwarze. Ne? So, du hast den Helm gefunden, der dich gegen magische Angriffe schützt. Sehr schön. Das hätte man mir auch gleich mal sagen können. Naja, ein bisschen was soll man ja auch selbst herausfinden. Und so groß ist das Areal hier jetzt auch nicht. Ich würde sagen, dann stellen wir uns mal wieder dem Drachen. Hüsse!